Um das Quadrat von dieser Differenz zu berechnen, nutzen wir diese binomische Formel. Formel, die besagt, eine erste Zahl minus eine zweite Zahl im Quadrat, das ist genau dasselbe wie diese erste Zahl im Quadrat minus zweimal diese erste Zahl mal diese zweite Zahl plus diese zweite Zahl im Quadrat. In unserem Beispiel ist die erste Zahl 4a hoch 3 mal b und die zweite Zahl ist a hoch 2. Also in Anwendung dieser binomischen Formel finden wir das Quadrat von der ersten Zahl minus 2 mal diese erste Zahl mal diese zweite Zahl plus das Quadrat von dieser zweiten Zahl. Um jetzt noch weiter zu rechnen, nutzen wir diese Formel. Im ersten Term nutzen wir diese Formel. So finden wir 4 hoch 2 mal a hoch 3 hoch 2 mal b hoch 2. Hier berechnen wir minus 2 mal 4, also minus 8. A hoch 3 mal a hoch 2. Das ergibt in Anwendung dieser Formel a hoch 5 und hintendran bleibt dann noch das b. A hoch 2 hoch 2 ergibt in Anwendung dieser Formel a hoch 2 mal 2, also a hoch 4. Jetzt bleibt noch zu berechnen, 4 im Quadrat, das macht 16, a hoch 3 hoch 2, das macht a hoch 3 mal 2 in Anwendung dieser Formel mal b hoch 2 und der Rest wird dann noch abgeschrieben. Und diese Übung ist schon beendet.